Kongresshalle in Gießen am Samstagabend. Mehr als 300 Besucher bei der Ballnacht der Gießener Fassennachtsvereinigung unter der Regentschaft von Prinz Jörg I. und Prinzessin Manuela I. unter dem diesjährigen Motto Tanzen, Lachen und Fröhlich sein. Die GfV lädt alle ein, mit GfV-Präsident Wolfgang Isenberg als Moderator durch den Abend. Ich muss Ihnen aber sagen, dass in meinem Herzen immer noch das hier der Prinzenball ist. Und in diesem Zusammenhang und so. Nachdem die Sängerin Yolanda Lies den Ball stimmgewaltig eingeleitet hatte, heizte die Sandy Showband den Fasernachtern stimmungsvoll ein und sorgte für eine stets volle Tanzfläche. Einen weiteren Höhepunkt des Abends lieferten die in der zweiten Bundesliga aktiven Tänzerinnen und Tänzer des Rot-Weiß-Clubs Gießen sowie des TSC Butzbach, bevor als Sahnehäubchen der Veranstaltung die drei Tenöre Volker Bengel, Harry van der Plaas und Marco Kotal, verbunden durch gemeinsame Engagements am Bayerischen Staatstheater am Gärtnerplatz in München und begleitet von Andreas Lübcke am Flügel, ihr Publikum mit berühmten Opern- und Operettenmelodien zum Verzücken brachten. Bravo!